Hallo, herzlich willkommen zurück zu. Oh, knatschender Stuhl. Moment. Zu Let's Play Mafia Drive mit mir und dem Sepp LP. Mit der Big L und Big P. Wo bin ich denn? Ach, hier bin ich. Ach Mensch, was hat er denn da hinter der Kiste gemacht? So, befinden uns hier, glaube ich, bei Burke, the good man. Burke, bist du das? Du bist Burke. I got the will and the way to handle Okay, anything du you bist bring es. me. Remember that. So, ich erinnere mich nämlich so langsam, ist wieder ein paar Tage her. War nicht so lange. Ich habe gerade echt Bock, das Spiel zu spielen. Deshalb spiele ich sehr viel hintereinander. Und wir haben letztes Mal den Burke getroffen. In einer Sequenz, die ein bisschen überbeleuchtet war, würde ich behaupten. Aber gut. Na gut, kleiner Bug. Passiert halt eben schon mal. Wir müssen direkt auch hier wieder hin. Mit seiner Tochter, glaube ich, reden oder so. Niggi. Ah, hier ist Megan, sie ja. over here. Nee, nee, erstmal hier. Was ist das? You're the best thing that. Moment, das kann man echt zu schlecht lesen. You're the best thing that ever happened to me. Nehme ich mal an. I don't give a damn what anyone else says. Und es ist, du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich wusste es! Ich kann es doch lesen. Unlesbare Schrift hin oder her. Ich kann es lesen. Okay, aber Moment, ich wollte mit dir reden. Hallo! Surprised to see you, Nikki. I know what you're planning on doing, and I couldn't just sit here and watch my old man send you out half-cocked. Fuck. Well, your dad's never been much for details. Yeah, what he didn't tell you is that the man running the Sweetwater Distillery is named Carl Bevers. Hard-ass, country asshole. His family runs the shine through the business, sells it to local shops. Bevers ever let on to where he keeps his stills? He's got brains enough to move things around. Rumor is he's got a map hid somewhere for his drivers. Something like that could come in handy. Maybe I'll convince one of his men to tell me where it is. Hey, we've got another man, goes by the name of Bear, keeping an eye on the meatpacking plant. You should go see him. I'll do that. Thanks for the help. Anytime, Lincoln. I know what Bevers is up to. You're gonna have to What a get nice some girl. What a nice southern girl. Isn't that the girl like? The fuck in the ass. Was? Das habe ich jetzt nicht gesagt. So, ach, wir haben jetzt Mission. Ach. Ach. So. Hier Totenkopf. Den Typen sollen wir kennen. Dino Barbaro. Ach, Barbaro, wie in Mafia 2. Sorry. Ach, Vorfall, das tut mir natürlich sehr leid. So, oh, die Karre ist schon ganz geil, oder? Ja, ich würde damit selbst heute noch gerne rumfahren. Was ist eigentlich das für ein Symbol hier hinten? Hier, was soll das sein? Befrage die Schwarzbrenner. Ach so, okay. Also es steht dann halt eben für irgendwie Informanten oder so. Ne, weißt du was? Pass mal auf. Einmal bitte zurückfahren. Zwei welche hier hinten hinfahren. So, am besten hier. Nicht, dass nur einer sieht. Okay, den sollen wir zerstören. Fuck, da ist noch einer. Wir sollen wir den wirklich zerstören, den Truck, oder so, können wir den auch irgendwie für uns selbst klauen? Alter Vater, war das knapp. Warum ist er denn direkt vor den gerutscht? Der ist doch doof. Zwei Leute down. Ja, und scheiße, manchmal erinnert ein bisschen Mafia 3 an Manhunt, wer das Spiel kennt. Also, bisschen brutales Spiel. Generell, ich würde sagen, falls ihr Kinder habt, so 6 Jahre alt, könnt ihr den schon zeigen. Ich will die Leute übertreiben. Man kann auch kleinen Kindern auch ruhig beherzt Zorn zeigen im jungen Alter. Das härtet die nur ab. You got no fucking idea. She's just
Aber natürlich Spaß. Ist mega brutal, sollte man Kids nicht zeigen. Habe ich eine. Ich habe natürlich eine Knarre. Hehehe. Überflüssige Frage. Oh shit. Oh, was war? Ja gut. Oh oh. Die hat der mich um die Ecke erwischt. Da musstest du nachladen, du Wichser. So, hat sich's. So, ach Moment, hier sind so welche komischen Dinger, ne? Machen wir direkt natürlich alle kaputt. Sehr gut. Easy peasy. Jetzt ist immer noch hier Geld mitnehmen. Moment. Ah, okay, das war gar kein Geld. Das hier ist Geld. So. Ja, easy going. Alles sauber geräumt. Ich habe zwar fucking viel Leben verloren, aber pfff. Moment, ich soll ja noch den Truck zerstören, ne? Wie mache ich das denn? Das geht doch irgendwie so. Und wenn ich dann... Wow. Wow. Na gut, egal. Ich brauchte eh eine Heilung. Ach, mit RW kann ich jetzt die Granate auf die Granate wechseln. Okay, pass mal auf. Werfen wir doch schön das da hinten rein, ne? So. Easy Job. Nächstes. Ist das Playboy Magazin? Nö. Wobei. Wer sagt schon nein zu Playboy? Eigentlich niemand, ne? Hm. Ich überleg's mir vielleicht anders. Aber weißt du was, das ist sowieso auf dem Weg. Komm ich da durch? Jawohl. Oh Leute, das ist die Polizeistation. Ja, wie soll ich denn da reinkommen als Schwarzer? Sex, Drugs, Musik, all day. No one's gonna tell them otherwise. They think that's brave. Polycops? Hab ich gerade Polycops gesagt? Egal, was ich sagen wollte, Polizisten sind ja Schwarzen gegenüber nicht so freundlich gesinnt. Also zumindest in den 60ern, wobei auch eigentlich heute noch zum Teil bei einigen. Ey, Hukla. Kann sein, dass ich gerade keinen Schatten habe. Nee, ich habe doch einen Schatten. Okay. Sieht gerade irgendwie so aus. Es wäre ein bisschen merkwürdig gewesen, wenn ich keinen hätte. Hier kann man reingehen. Hier kann man auch reingehen. Muss ich sogar reingehen. Ja, hoch damit. Und gesammelt. So, komme ich hier irgendwie durch die, über die Mauer drüber. Okay. Diese Musik sagt mir, ich bin hier in Feindterritorium, denke ich. Glaube ich. Ich hoffe aber nicht. Pass mal auf, die Cops sind ja blind. Und scheiße dumm. Okay, wie komme ich jetzt an das Heft, neben dem der eine Typ steht? Okay. Aber wie gesagt, wir sind schon fucking den dummen Cops, aber na gut. Na gut, na gut, ich beschwere mich nicht. Oktober 65. Erst recht, huh. So, nicht lange angucken, sonst gibt's Ärger. Ah, und da ist so ein grünes Ding in dem Polizeigebäude drin. Da würde ich ja ehrlich gesagt gerne rein. Pass mal auf.
Komm ich denn durch den Fronteingang? Ich komme nicht durch den Fronteingang. Ich komme nicht durch den Eingang. Aber es kann ja auch sein, dass ich irgendwie aufs Dach muss. Es kann ja sein, dass das das Dach ist, was hier von betroffen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt keine andere Möglichkeit, als die alle Cops umzuballern, um ins Gebäude zu kommen. Oh. Ja. Ein bisschen verschützt. Scheiße. Was mir passiert, wenn das hier im echten Straßenverkehr kenne ich. Hast mich nicht gesehen. Die Stühle sind von selbst umgekippt. Ach, wie cool, der killt Cops nicht. Das ist gut. Finde ich eine gute Message, die er rausschickt. Killt keine Cops. Now you gotta piss us off. 3-5. Suspicious person on foot. Shit. Responding unit investigating. Any units in the vicinity of Irish Point? This is dispatch. We've got a homicide in the area if you can spare the time. All units, negative visual on suspect. Begin search in immediate vicinity. Scheiße, ey. Oh Mann, ich wollte das doch nicht so ausarten lassen. Okay. They found me! Oh, die haben die Tür aufgemacht. Mach die Tür auf! Fuck you! Oh. Oh oh. Ja, das war doof. Wann war das doof? Hm. Scheiße. Voll, das lief eigentlich, ich möchte sagen, mehr oder weniger gut, bis ich mich entschieden habe, den einen Typen, der auf dem Stuhl saß, zu töten, während sein Kollege neben ihm stand. War vielleicht nicht meine klügste Idee. Ich gebe das zu. Hey, Lincoln. Ach, fickt euch doch, ihr Huren. Ah, ne, ist... Ah, okay. Ne, das hat doch gespeichert. Ich dachte mir schon, es hat nicht gespeichert und ich muss jetzt alles normal machen. Also nochmal den einen Typen killen, nochmal in die Polizeistation einbrechen. Aber ne, ich erscheine einfach nur hier, wo ich gerade mit der Tür, mit der alten geredet habe. Wo ist mein Auto? Oh ne, habe ich jetzt mein gelbes Auto verloren? Das war ein schönes gelbes Auto. Oh, und ich habe einen ganz großen Teil meiner Kohle verloren. Aber okay, das ist halt eben meine Schuld. Deswegen sollte man das Geld lagern. Oh, hier gibt es keine krassen, geilen Karren, ey. Aber die hier gefällt mir ganz gern. Gut. Das ist ganz gern, ja. Oh. Ach, komm, ruf ruhig die Cops an. Ich bin weg. Reaktionszeit der Polizei. Ja, der Reaktionszeit unterscheidet sich je nach Stadtteil. In ärmeren Vierteln, ja, genau, da ist es. Warum wird mir das wieder angezeigt? Kenn ich doch schon. Autokampf. Was? Hä? Das weiß ich doch alles schon. Zerstören? Moment, warum muss ich die zerstören? Ich bin interessiert daran, warum muss ich das kaputt machen? Weil ne, jetzt fährt er in Polizeiterritorium. Den krallen wir uns später. So, bitte andere Mucke. Moment,
Ist die Musik laut? Don't you need somebody to laugh? You better find somebody to love. That's where I wanna be. So, ist es hier? Ah, das ist richtig hier. Oh. What? Shit. Better get a closer look. Oh, wie versteckt er sich denn hier hinter? Hello there. Das könnte jetzt gefährlich werden. Also in dem Fall. Ich finde geil, wie er gesagt hat, nothing to see, während ich gerade voll auf den Zug gegangen bin. Ja, nichts zu sehen, außer der große schwarze Typ, der auf mich zurennt. Was wird denn das, wenn es fertig ist, ey? All units, search is called off. Repeat, abandoned search. Return to patrols. Oh, das ist gut, wo der da hingeht. Huh? How'd he get in here? So, haben die da hinten nicht bemerkt. Der sieht mich aber nicht, oder? Ne, er sieht mich! Oh, ist ihm geil, dass er mich sieht. Lebt noch einer. Ah, ich würde mal sagen, die habe ich ganz gut umgeholzt. Oh, Mist. Warte doch erstmal hier. Machen wir erstmal all deren schöne Sachen kaputt, wie es sich gehört. Moment, sollte ich nicht auch den Wagen kaputt machen? Nee, ne? Okay. Ah, stimmt, ich sollte den auch nur befragen. Hä? Was soll der weiße Kreis? Achso, das soll der Typ sein. Hallo? Nee, nicht töten. You're gonna tell me everything about Bevers' business. All the cash we bring in from selling hooch? I know where it's being stashed. Ja, komm. Ich brauche neue Angestellte. From now on, my crew is your crew. Ich finde geil, wie der Linken immer so sagt, ey, du arbeitest jetzt für mich. Aber danach gibt er seinen frisch angeworbenen Angestellten erstmal einen Schlag ins Gesicht. So steigt man Motivation bei den Mitarbeitern. So steigert man die. Ich sag's euch. Mit Schlägen ins Gesicht. So. Hat bei mir auch funktioniert. Was? Hier ist ein Objekt, das ich sammeln will. Hallo. Look out, my dad. Welcome back. Hey, watch where you going. Guck mal, hier begrüßen die mich. Guck mal, der ist nett. Der sagt nicht, hey, Schwarzer, geh raus hier. Sondern er sagt, hey, du darfst hier nicht sein. Das ist viel freundlicher als das andere. Moment, mit mir jetzt mal angucken. Hot Rod, wer geht's die? Ah, Hot Rod, was haben wir denn hier? 20 Years of Hot Rodding. Kann man wieder durchblättern. Finde ich irgendwie cool, dass man sich das anschauen kann. Ich meine, ich würde es mir auf jeden Fall nicht durchlesen, die ganzen Artikel. So viel Zeit habe ich einfach nicht. Aber ehrlich gesagt, will ich es einfach nicht. Ja, kann ich hier abhauen? Ist es da außen? Ja, guck mal, ist der nett. Da bin ich doch, da gehe ich doch gerne raus, auf Aufforderung. Wenn er so nett fragt, ganz ehrlich.
Nicht so wie die anderen, die immer sagen, du dreckiger, naja, ne, N-Wort, und dann fangen die an zu ballern direkt. So, was können wir hier noch machen? Bon Verdun. Oh, Moment, wir haben hier noch eine andere Mission. Ah, okay, man kann hier zwei verschiedene wieder machen. Hä? Was mache ich denn hier? So. Was ist denn hier los? Wie viele Cops hier sind? Stupid fuck got in deep to Barbieri. Last seen hidden in the Robidos. Truth, you'd think. But if he did, we wouldn't be having this conversation. Raube die Kopfbar aus, ist die Mission. Okay. Erklärt, warum hier Cops und Gangster gleichzeitig sind. Wir wissen ja, die meisten Cops sind halt einfach auch korrupt. So, ich glaube, die merken nicht, wenn ich hier aufmache, oder? Moment. So. Nee, sehen die nicht. Du bist kein Angestellter, oder? Nee. Alter! Cool an. 10.000 eingesammelt von denen. Na komm. Kein Grund, die alle über den Haufen zu ballern. Officer! Was ist das? Ups. Ja, der hat die angefasst, der Dreck hier. Das war nicht meine klügste Idee, ich geb's zu. Heil dich. Meine Deckung verschwindet. Oh, fucking shit. Wo bin ich ein Vollidiot? Das ist schon das zweite Mal heute, dass ich gestorben bin. Ach, diese dreckigen Cops. Vor allem das zweite Mal durch Cops. Ist ja noch schlimmer. Naja.